All diese berühmten Persönlichkeiten haben Greta Thunberg getroffen oder Greta Thunberg hat diese Persönlichkeiten getroffen. Und ja, und das Interessanteste war das Gespräch oder der Auftritt mit Arnold Schwarzenegger, weil der als einziger auch die Realität mal angesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, es bräuchte einen konkreten Plan, wie man es schaffen kann, dass beim Klima was passiert. Und das ist eben die Sache des konkreten Plans. Und genau den, da macht Greta und Luisa und alle Fridays for Future machen den zentralen Fehler, dass sie denken, sie könnten ohne einen konkreten Plan sozusagen vorankommen. Einfach so nach dem Motto, ich fordere mal all die Politiker, die bisher keinen Plan hatten, auf. Und dann haben die plötzlich, werden die plötzlich riesig intelligent und ideenreich und werden zu genialen Reformern und dann haben die plötzlich einen Plan und dann machen die das Wunder. Nein, das machen die nicht, weil sie es weder können noch wollen noch irgendwie fähig sind dazu. Also einen konkreten Plan können nur die neuen Galileis, das können also solch ein Wunder erzeugen können immer nur die besten Wissenschaftler einer Zeit. Und in dem Falle sind das die neuen Galileis, die zweiten Scientists for Future 2. Und die sozusagen, wenn wir jetzt also hier googeln, dann haben wir hier dann World Council of Wise People und hier hat man den konkreten Plan. Hier hat man erstmal die konkrete naturwissenschaftliche Analyse, was ist schlecht, warum ist die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus tausendmal schlechter, als es Karl Marx gefürchtet hat oder geahnt hat, das aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und dann werden natürlich auch die Lösungen beschrieben, aber erst einmal ist die Frage, woher ein konkreter Plan. Wir brauchen ja viel Geld sozusagen, denn warum brauchen wir überhaupt viel Geld? Warum können wir nicht einfach irgendwie viel Geld nehmen und wegnehmen von irgendwelchen Leuten und dann einfach dann mal in Deutschland ein Klimawunder sozusagen machen? Ja, weil das ein kleines Problem ist. Das hat ein kleines Problem. Wenn wir nicht mit Gewalt irgendwelche Menschen umbringen wollen, und das will kein vernünftiger Mensch, weil man gesehen hat, dass alle Revolutionen, die auf Gewalt basiert sind, am Ende in schrecklichen Diktaturen geendet sind und nichts gebracht haben und in einem Ruin der Gesellschaft geendet sind. Also können Wissenschaftler natürlich die Idee einer gewaltsamen Revolution nicht akzeptieren. Und wenn alles auf Freiwilligkeit beruht und wir auch keine Mauern rund um Deutschland bauen wollen, um die Bürger einzusperren sozusagen und dann vielleicht zu zwingen, das zu tun, was wir wollen, dann gibt es nur die Möglichkeit der Freiwilligkeit. Und dann ist es eben so, wir könnten jetzt riesige Steuern erheben und versuchen von diesen Steuern die Gelder zu bezahlen. Nur passiert dann Folgendes, dass dann, wenn wir zum Beispiel riesige Vermögenssteuern erheben, dann machen die reichen Menschen Deutschlands einfach Folgendes. Sie verlagern ihren Wohnsitz außerhalb von Deutschland und nehmen eventuell noch ihr ganzes Unternehmen mit, zumindest mal den Unternehmenssitz. Und wenn wir dann noch Gesetze machen, dass sie trotzdem dann in Deutschland versteuern müssen, dann nehmen sie halt auch ihre Firmen und ihre Produktionsstätten mit. Und dann sitzen wir hier auf einem riesigen Berg an Arbeitslosen. Haben fürs Klima nichts erreicht, außer dass wir die fähigsten Unternehmer des Landes aus dem Lande vertrieben haben. Andererseits, wenn wir normale Steuern erheben, die auch sozusagen den Mittelstand treffen, dann haben wir dort sozusagen das Problem, dass all diese Steuern, die wir dort erheben, am Ende wieder als erhöhter Preis auf den deutschen Produkten liegen,
die können auf dem Weltmarkt weniger verkaufen und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann haben wir wieder eine Masse an Arbeitslosen. Und die deutschen Unternehmer müssen sich überlegen, ob sie dann irgendwie eben auch wieder auswandern und ihre Firmen am besten gleich mitnehmen und in anderen Ländern, wo sie nicht so hoch mit Steuern belegt werden, dann ihre Firmen weiter betreiben und dann ist Deutschland wieder keinen Schritt weiter hat nur Deutschland reuniert. Deswegen gibt es nur eine Sache und dafür müssen sich eben Fridays for Future und Greta und Luisa und so weiter stark machen. Und wenn sie das nicht tun, wird einfach gar nichts passieren auf der Welt, weil nur die zweiten Scientists for Future 2 sind in der Lage, die soziale Marktwirtschaft und das kapitalistische System so sanft und behutsam zu beenden, dass es gleichzeitig viel Geld abwirft. Ich klicke nur mal ein paar Sachen an hier. Zum Beispiel Verschwendung im Gesundheitssystem. Da schreibt der Allgemeine Patientenverband. Hier schreibt: Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Jährlich 100.000 vermeidbare Medizinschäden, 70 Medizintote pro Tag und so weiter. Ja, also da können wir also schon mal circa 65 bis 70 Millionen pro Jahr allein durch eine kompetente Gesundheitsreform einsparen. Soweit. Wo ist jetzt dieser Link? Dann mache ich das wieder zu. Dann klicken wir hier an, zum Beispiel das kapitalistische System, sozusagen hier schlechte Noten für deutsche Pauker. Wir verlieren unheimlich viel Geld durch ein ineffizientes Bildungssystem, das auch noch unheimlich schlechte PISA-Werte erzeugt und so weiter. Wenn wir dort sinnvoll reformieren und die ganzen kapitalistischen, sozialmarktwirtschaftlichen Unsinnigkeiten beenden, dann kriegen wir dort auch wieder, sparen wir Milliarden ein auf dieser Ebene. Dann haben wir hier noch einmal, schlagen wir noch mal die Gesundheitssache auf. Da haben wir das jetzt noch mal hier, das Thema. Hier wird es noch mal ein bisschen deutlicher. Gigantische Verschwendung, 25.000 vermeidbare Tote. Die Verschwendung in unserem Medizinbetrieb ist beispiellos durch Pfusch, Korruption, unnötige ärztliche Leistungsausweitung, chaotische Medikamentenverordnungen und überflüssige Bürokratie werden von den 370 Milliarden Euro, die unser Medizinbetrieb jedes Jahr insgesamt verbraucht, rund 70 Milliarden jedes Jahr täglich 200 Millionen verschwendet. Ohne diese gigantische Verschwendung hätte unser Gesundheitswesen keine finanziellen Probleme. Naja, und vor allem hätten wir die mit diesen 70 Milliarden Jahren, können wir die Klimaziele finanzieren und dabei alle Beteiligten entschädigen und so weiter. Also dann haben wir hier Verschwendung in der Ernährung, ja, Reformation unserer Ernährung. Also wir leisten uns die riesige Verschwendung, dass wir es der sozialen Marktwirtschaft bzw. dem Kapitalismus erlauben, ganze Generationen von jungen Menschen chronisch krank zu machen, ihre Leistungsfähigkeit in der Wirtschaft zu mindern und ihre Produktivität für die Gesellschaft zu mindern und sie dann dann auch noch ganz teuer, was uns alle Geld kostet, ganz teuer zu medizinisch zu behandeln, zu operieren und so weiter. Und diesen Unfug gibt es eben nur in der sozialen Marktwirtschaft bzw. im Kapitalismus. Viel billiger wäre es doch, sozusagen das Ernährungssystem so zu gestalten, dass es nur noch Belohnung gibt, wenn die Kunden eines Lebensmittelhändlers sich immer gesünder entwickeln und bessere Wohlfühlnoten abgeben. Und genau das wollen die zweiten Scientists for Future 2. Ne? Und hier haben wir dann Verschwendung in der Wissenschaft. Gehen wir da noch kurz drauf. Wissenschaftselite beklagt zu viel Forschungsmüll.
Die ganze Wissenschaft ist ein marodes System, das unendlich viel Geld verschlingt bei einer unheimlich großen Ineffizienz. Und wann haben Sie das letzte Mal gehört, dass wirklich Wissenschaftler etwas Positives, wo das ihre Lebensqualität gesteigert hat, ihre Gesundheit gesteigert hat und ihr Wohlbefinden in der Gesellschaft gesteigert hat? Das können jetzt zum ersten Mal die zweiten Scientists for Future 2, weil sie im Dienste der Menschen gedacht haben und geforscht haben, 51 Jahre lang Entwicklungszeit gebraucht haben und niemand sonst kann das. Also unsere Wissenschaft dient in erster Linie dazu, irgendwie neue Konsumprodukte zu erzeugen und Menschen konsumsüchtig zu machen, diese Konsumprodukte zu konsumieren, aber glücklich geworden ist dadurch keiner. Zumindest fällt mir jetzt niemand ein, der durch irgendeinen Schrott aus diesem Forschungsmüll sozusagen wirklich in letzter Zeit glücklicher und gesünder geworden ist. Ich jedenfalls nicht. Ja. Dann haben wir hier Rüstung verschwendet, Milliarden, anstatt auf pazifistische Defensivrüstung umzustellen, also sich unangreifbar zu machen durch einen Raketenabwehrriegel sozusagen rund um Deutschland, aber keinerlei Bedrohung auf andere Staaten mehr auszustrahlen. Leisten wir uns eine riesige Verschwendung im Rüstungsbereich und fangen wieder an, ein angreifender Staat zu werden und in anderen Staaten wieder irgendwie Krieg zu spielen. Ja? So ist eben die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus. Ne? Und so geht es immer weiter. Hier, ich lese jetzt nur mal vor, Arbeitsagentur, Millionenverschwendung, wo die Steuermilliarden verschwendet werden, Verschwendung, Bildungspolitik, Missstände, Gesundheitssystem, Fangprämien, Bundesrechnungshof, Bundeswehr, Analyse zum Gesundheitssystem, überteuerter Murks, ineffizient, Sozialstaat, teuer, ineffizient und ungerecht. Also, wir haben also eine riesige Verschwendung in der sozialen Marktwirtschaft. Und der Plan der zweiten Scientists for Future 2 ist, durch sanfte und behutsame Zwischenschritte, die Schritt für Schritt den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus darstellen, dadurch sozusagen das Geld für das Klima zur Verfügung zu stellen, ohne dabei die Volkswirtschaft im Geringsten zu schädigen. Wir können sogar jedem Bürger eine kleine Steuersenkung insgesamt geben, sodass alle sogar noch mit profitieren davon und sagen, ja toll, wir haben alle was davon, dass wir jetzt ganz viel fürs Klima tun und dass wir eine ganz gesunde, menschenfreundliche Gesellschaft werden, deren oberstes, also die Wirtschaft sozusagen, steht im Dienste meines Wohlfühlens und meiner Gesundheit und das messbar und tatsächlich und so weiter. Also, liebe Greta Thunberg, liebe Luisa Neubauer, liebe Fridays for Future, eure Chance ist, sozusagen indirekt auf Arnold Schwarzenegger zu hören und endlich mit einem konkreten Plan in die weltweite Diskussion einzusteigen, so mit der Frage, ist der Plan der zweiten Scientists for Future 2 für uns der Durchbruch oder ist das nicht? Und dann kriegen wir die Diskussion über einen vernünftigen System Change. Ja? Oh, alles klar, danke, tschüss.